Herzlich willkommen zum Podcast von Pharmalogisch. Heute geht es bei Die Basics in Kürze um die Wirkstoffgruppe der Protonenpumpenhemmer. Protonenpumpenhemmer sind Wirkstoffe, die man bei Magengeschwüren einsetzt oder bei der Refluxösophagitis oder in Kombination mit Antibiotika zur Eradikation des Helicobacter pylori. Oder auch prophylaktisch, um bei der Gabe von NSAR oder Glukokortikoiden Magenbeschwerden vorzubeugen. Der Name verrät schon den Wirkmechanismus. Die Protonenpumpenhemmer hemmen also die Protonenpumpe. Sie werden auch Protonenpumpeninhibitoren genannt und daraus ergibt sich die Abkürzung PPI. Die Protonenpumpenhemmer gelangen über die Darmschleimhaut in den Blutkreislauf und von dort an die Belegzellen des Magens. In diesen Belegzellen hemmen sie dann ein Enzym, nämlich die Protonen-Kalium-ATPase. Das ist ein anderes Wort für die Protonenpumpe. Wenn dieses Enzym gehemmt wird, werden also weniger Protonen in das Mageninnere abgegeben, der pH-Wert im Magen steigt an und die säurebedingten Beschwerden nehmen ab. Diese Hemmung ist irreversibel, das heißt, der Körper muss das Enzym erst neu nachsynthetisieren. Wenn man jetzt diesen Wirkmechanismus kennt, dann versteht man, warum zum einen die Protonenpumpenhemmer einen verzögerten Wirkeintritt haben und zum anderen auch, warum sie dafür dann über einen längeren Zeitraum wirksam sind. Sämtliche Wirkstoffe aus dieser Gruppe enden auf Prazol. Deshalb nennt man die Protonenpumpenhemmer auch Prazole. Die gängigsten Vertreter sind das Pantoprazol und das Omeprazol. Etwas seltener wird das S-Enantiomer von Omeprazol eingesetzt, also das S-Omeprazol. Und noch deutlich seltener sind die Wirkstoffe Lansoprazol und Rabeprazol. Die Prazole sind magensäurelabil. Das heißt, ohne Schutz würden sie von der Magensäure zerstört werden. Sämtliche Präparate sind deshalb magensaftresistente Formulierungen und wie alle magensaftresistenten Präparate müssen sie deshalb vor dem Essen eingenommen werden. Auf einigen Fertigarzneimitteln ist noch der Namenszusatz MUPS zu lesen. MUPS ist die Abkürzung für Multiple Unit Palate System. Und das bedeutet, dass viele kleine magensaftresistent überzogene Pellets zu einer Tablette verpresst wurden oder in eine Kapsel gefüllt wurden. Und diese Auskunft über die Galenik ist wichtig, wenn man das Präparat auflösen muss, um es zum Beispiel über die Sonde geben zu können. Mit den meisten anderen Präparaten kann man das nicht machen, weil man durch das Mörsern oder Auflösen den magensaftresistenten Schutz zerstören würde. In der niedrigen Dosierung von 20 Milligramm und in einer Packungsgröße von maximal 14 Stück sind die Protonenpumpenhemmer ohne Rezept erhältlich. Und wenn die Beschwerden danach immer noch anhalten, dann muss auf jeden Fall ein Arzt konsultiert werden, um die Ursache herauszufinden. Werden die Protonenpumpenhemmer auf ärztliche Verordnung über einen längeren Zeitraum eingenommen, dann müssen verschiedene Vitamin- und Mineralstoffspiegel im Auge behalten werden. Und das kann man auch logisch erklären, dadurch, dass der pH-Wert im Magen ja dauerhaft erhöht ist, wenn man die Protonenpumpenhemmer einnimmt, dann kann die Resorption von zum Beispiel Calcium, von Magnesium, Vitamin B12 und Vitamin D vermindert sein, weil diese Resorption eben pH-Wert abhängig ist. Das heißt, also entweder substituiert man gleich vorsichtshalber diese Stoffe oder man kontrolliert zumindest in regelmäßigen Abständen den Blutspiegel und entscheidet dann, ob eine Substitution notwendig ist oder nicht. Einen kleinen Anhang habe ich noch. Ich habe vorhin gesagt, dass die Protonenpumpenhemmer alle auf Prazol aufhören. Und leider gibt es einen weiteren Wirkstoff, der aus welchem Grund auch immer ähnlich benannt wurde. Das ist das Aripiprazol. Das hat aber mit der Protonenpumpe überhaupt nichts zu tun. Das Aripiprazol ist ein Neuroleptikum. Also das ist aus meiner Sicht eine sehr unglückliche Wirkstoffbezeichnung. Das muss man sich einfach merken. Es stimmt, dass alle Protonenpumpenhemmer auf Prazol aufhören. Aber leider ist nicht jeder Wirkstoff, der auf Prazol endet, im Umkehrschluss auch ein Protonenpumpenhemmer. Bislang ist mir allerdings nur diese eine Ausnahme bekannt.
Damit wisst ihr jetzt das Wichtigste über die Protonenpumpenhemmer. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dann!